Durch Antibiotika sind in der Zwischenzeit viele Infektionskrankheiten gut behandelbar. Doch man hört immer öfter, dass Antibiotika nicht mehr wirken bzw. die Bakterien resistent werden. Doch was steckt dahinter? Egal ob Lungenentzündung, Angina oder Scharlach, viele Infektionskrankheiten haben durch die Behandlung mit Antibiotika ihren Schrecken verloren. Mit dem richtigen Antibiotikum können sie meist innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen überwunden werden. Doch Antibiotikum ist nicht gleich Antibiotikum, denn nicht jedes Antibiotikum wirkt gegen jedes Bakterium gleich effektiv. Manche Bakterien sind von Natur aus gegen bestimmte Gruppen von Antibiotika resistent. Das bedeutet, das Antibiotikum kann das Wachstum der Bakterien nicht hemmen und sie auch nicht abtöten. Das ist an sich nicht tragisch, da man hier einfach auf eine andere Wirkstoffgruppe umsteigt, die gegen dieses Bakterium gut wirkt. Problematisch wird es, wenn Bakterien durch genetische Veränderungen, also Mutationen, plötzlich resistent gegen Antibiotika werden, die bisher gut wirksam waren. Eine besondere Gefahr stellen hier multiresistente Keime dar. Sie sind gegen eine Vielzahl von Antibiotika resistent, das heißt, können nicht abgetötet werden. Dies kann dazu führen, dass bisher gut behandelbare Krankheiten plötzlich wieder lebensbedrohlich werden. Kommen Bakterien nun häufig in Kontakt mit Antibiotika bzw. werden diese zu kurz oder in zu geringer Dosierung eingenommen, dann können die überlebenden Bakterien durch genetische Veränderungen resistent werden. Je häufiger Antibiotika zum Einsatz kommen, desto höher ist das Risiko, dass sich resistente Keime bilden und ausbreiten. Die Einnahme sollte daher so kurz wie möglich, aber so lange wie nötig erfolgen. Nicht sinnvoll ist es, Antibiotika bei Erkrankungen einzusetzen, die nicht durch Bakterien, sondern beispielsweise durch Viren verursacht werden. Ebenso wichtig wie die Auswahl des geeigneten Wirkstoffes ist die korrekte Einnahme. Denn nur so können Antibiotika ihre volle Wirkung entfalten. Über die verschiedenen Antibiotikatypen und die korrekte Einnahme informieren wir Sie sehr gerne in der Apotheke vor Ort.